Der gigantische Drei-Schluchten-Staudamm im mittleren Teil der Selinschlucht ist heute im Jahre 2010 längst fertiggestellt und die Fluten des Yangtze-Kiang haben große Teile der berühmten Drei-Schluchten überflutet. Diese Filmaufnahmen wurden bereits im Jahre 2001 gemacht, als der Staudamm noch im Bau war. Mit diesen Bildern der Vergangenheit lässt sich das riesige Ausmaß der Baustelle noch einmal verdeutlichen. Bei Santubing gehen wir von Bord, um das gewaltige Bauprojekt zu besichtigen. Für die etwa 50.000 Bauarbeiter wurde in den 1990er Jahren eine neue Stadt mit Verwaltungsgebäuden, Geschäften und Wohnkomplexen errichtet. Im Stadtmuseum kann man sich über die Planungs- und Entwicklungsstufen des Projekts informieren. Ein Modell des Staudamms soll die zukünftige Landschaft der Anlage verdeutlichen. Für die zahlreichen Besucher wurde eine Aussichtsplattform errichtet, von der man die gigantische Baustelle überblicken kann. Bis zur Fertigstellung des Staudamms im Jahre 2006 waren 50.000 Bauarbeiter im Einsatz. Heute ist der Damm 2.335 Meter lang und 185 Meter hoch. Mit seinen Generatoren wird eine Gesamtkapazität von 18.000 Megawatt erzeugt. Dies entspricht der Leistung von 13 Atomkraftwerken normaler deutscher Bauart. Auch die fünfstufigen Schleusen, die hier noch als riesige Baugruben zu sehen sind, haben längst ihren Betrieb aufgenommen. Die Schleusung ermöglicht Schiffen bis zu 10.000 Bruttoregistertonnen eine Weiterfahrt bis nach Chongqing. Schifffahrt während der Bauarbeiten zu gewährleisten und die Wassermassen abfließen zu lassen, musste ein Umgehungskanal von über 3 Kilometern Länge und 350 Metern Breite aus dem Felsen gesprengt werden. Er führt an der neu entstandenen Bauarbeiterstadt vorbei. Die Fahrt durch diesen Kanal zeigt noch einmal die Dimensionen der riesigen Baustelle. Nach der Fertigstellung des Hauptstauwerkes wird dieser 350 Meter breite Umgehungskanal als letzter wieder geschlossen und für andere Zwecke genutzt. Wir verlassen den Bereich des Staudamms und können die beeindruckenden Landschaften der Selinschlucht noch einmal genießen. Dieser Blick auf die Bergketten ist heute im Jahre 2010 nicht mehr möglich. Bis zu einer Höhe von 170 Metern hat der aufgestaute Yangtze die Uferzonen verschlungen. Auch die nun folgenden Wu- und Judang-Schluchten haben sich durch die angestauten Wassermassen stark verändert.